Hallo, meine lieben Freunde, ich begrüße euch zurück zu einem neuen Part von The Legend of Zelda. Majora's Mask. Ja, im letzten Part hatten wir eine unschöne Begegnung mit so einem komischen Kobold namens, dem Horror Kid. Ja, und er hat uns so ziemlich alles entnommen, wo es uns zu leben gilt. Er hat uns unser schönes, makelloses Aussehen genommen, er hat uns unser Pferd genommen. Und auch anscheinend unsere Ocarina und alles andere. Und wir müssen uns jetzt unsere Fähigkeiten wieder zurückholen. Ja, wie machen wir das? Wir haben von Tael erfahren, dass hier oben eine Fee leben soll. Und da hoffe ich mal, dass sie uns helfen kann in Nord-Unruhstadt. Aber wir gucken uns erstmal so ein bisschen an, hier was geht. Wer zum Teufel bist du denn? Hallo, keine Kleidung, weiße Fee, mein Herr. Seid ihr vielleicht eine Waldfee? Du liebe Güte! Ich heiße Tingle, mein Herr. Oh Gott. Ich dachte, ich bin genau wie Sie, eine Waldfee. Obwohl ich bereits die 35 erreicht habe, ist mir unglücklicherweise noch keine Fee erschienen. Vater sagt, ich soll mich meinem Alter entsprechend verhalten. Aber weshalb? Ich sage es Ihnen, Tingle selbst ist eine wiedergeborene Fee. Solange ich hier stehe und auf meine eigene Fee warte, helfe ich meinem Vater, indem ich Karten verkaufe. Glückspilz, Glückspilz, Sie müssen überglücklich sein, eine Fee zu haben. Genau, genau, wir sollten Freunde werden. Ja, ja, als Zeichen meiner Freundschaft gewähre ich Ihnen einen Sonderpreis für meine Karten. Wollen Sie eine von Tingles Karten kaufen? Die muss ich kaufen? Ist ja dämlich. Hurra! Du hast die Karte von Unruhstadt erhalten. Mit ihrer Hilfe findest du dich in der Stadt besser zurecht. Der rote Pfeil auf der Karte zeigt an, wo du in einem Bereich betreten hast. Der gelbe Pfeil zeigt dir, wo du dich gerade befindest. Jederzeit bereit. Tingle, Tingle, Kulumpa. Dieses magische Wort hat Tingle für sich ersonnen. Stehlen Sie sie nicht. Ja, was das jetzt gerade sollte, weiß ich nicht. Und wer bist du? Ein Postbote? Ich hab zu tun. Wenn ich mich durch die Schwätzchen aufhalten lasse, gerät meine Zeitplan durcheinander. Ist das ein Postbote, oder? Das sieht so aus. Das sieht mir nämlich nach einem Briefkasten aus. Brief hier einwerfen. Katsching. Drücke Start. Achso, nee, wir haben gar keinen. Vielen Dank für deine Benutzung. Okay. Oh, das ist noch ein Herzteil. Das möchte ich haben. Komme ich da vielleicht... Nee, da komme ich wohl so nicht hoch. Wer bist du eigentlich, wenn ich mal fragen darf? Was willst du, du Rutzel? Stör mich nicht, wenn ich übe. Wenn du es nicht schaffst, den Ballon zu treffen, dann leg dich nicht mit mir an. Ballon treffen? Moment mal. Wir haben doch solche Dekonüsse. Vielleicht könnt ihr uns ja helfen. Da kann ich auch mal testen, ob das... Okay, Moment mal, kann ich die... Nee, geht nicht, okay. Ich meine, mir irgendwie so gehört, dass man dieses so abschießen kann, aber irgendwie funktioniert das so nicht. Naja, egal. Dann würde ich sagen, gehen wir erstmal zur Fee. Moment mal, wozu ist das hier? Moment mal, komme ich ja vielleicht über diesen Zaun dahin? Man muss ja mal alles ausprobieren. Ich glaube schon. Ja, komme ich. Okay, was ist denn hier? Dieses Loch führt zum Deku-Spielplatz. Okay, was ist das? Ich weiß, eigentlich sollte ich zur Fee gehen, aber man kann ja mal ein bisschen auskundschaften. Huch, wo sind wir denn hier gelandet? Aber gut, wir müssen natürlich uns auch beeilen, weil wir nicht viel Zeit haben. Was zum Teufel? Wie wird das Kindchen spielen? Ein Spiel kostet 10 Rubin. Leider habe ich nicht so viel. Na dann, kommen wir hier wieder, wenn wir mehr Rubin haben. Ja, das ist natürlich schlecht gelaufen, würde ich sagen. Okay, da kommen wir wieder zurück. Gut. Ja, dann sollten wir mal gucken, dass wir die Fee jetzt mal suchen. Ist die hier vielleicht drin? Oh Gott, was war das denn jetzt? Das war schlecht. So ist besser. Ich würde sagen, das sieht gut aus. Oh nein, die große Fee! Hm? Boah, stimmt. Ein bisschen zu viel, ein bisschen viele von den Dingern hier. Ein bisschen komisch hier. Was ist denn hier jetzt? Oh.
Junger Freund, bitte höre mein Flehen, das Horrorkind hat meinen Körper zerschmettert. Bitte finde die eine verirrte Fee, die irgendwo in der Stadt weilt. Bring sie zu dieser Feenquelle. Okay. Ja, gut, ja, das heißt, wir dürfen mal suchen gehen. Aber so sehen hier die Feen aus. Ein bisschen komisch. Naja, dann suchen wir mal. Haben wir nichts anderes zu tun. Vielleicht finden wir irgendwo hier in diesem Ort diese Fee. Ja. Gehen wir einfach mal hier irgendwo überall rumgucken, so. Wir haben ja keine andere Wahl. Okay, was ist mit dem los? Ein Jongleur anscheinend. Ich glaube nicht, dass wir in irgendwelche Türen rein können. Ost-Unruhstadt. Aha. Was bist du denn für einer? Warum hüpfst du so durch die Gegend? Wenn du hier vorbei willst, musst du mir den Code sagen. Was für ein Code? Keine Ahnung. Wo soll ich das wissen? Falsch. Jim hat befohlen, dass ich nur Kinder durchlassen darf, die den Code kennen. Solange du kein Mitglied bist, wirst du den Code nie erfahren. Wenn du interessiert bist, suche nach Jim im Nord-Unruhstadt. Ich glaube, dann wird das erst später von Interesse. Weil, ja, wir noch nie was von einem Code wissen. Aber irgendwas sagt mir, dass wir hier falsch sind. Ich weiß nicht, wieso oder weshalb. Was ist das denn für ein Poster? Aha. Cool, ich glaube, das liegt an dem Texture-Pack. Ich denke nicht, dass man schon damals Skyward Sword geplant hätte. Ansehen? Zur Schatzkiste. In der Truhe findest du etwas Tolles. Der Kitzel der Überraschung. Ah ja. Geil. Hat man den Texture-Pack ein Easter Egg eingebaut. Und irgendwas wollte jetzt Taya, aber gut, kann ich jetzt auch nicht mehr darum mich drum kümmern. Okay, ja, dann müssen wir nur noch hier uns um diesen Teil hier kümmern, weil hier waren wir jetzt noch gar nicht. Aber echt fies, ey, dass mich auch im letzten Part noch dieser Hund angesprungen hat. Fand ich nicht nett. Naja, Waschplatz. Och, da ist ja so eine Fee. Wie kriege ich die denn? Kann ich schwimmen? Achso, ich kann drüber schwimmen, okay. Bitte höre mein Flehen, das Rocket hat meinen Körper zerschmettert und die Einzelteile in alle Winde verstreut. Bitte bringen die zur Feenquelle in Nord-Unruhstadt. Ach, cool, der kann irgendwie über Wasser hüpfen. Cool. War hier nicht gerade noch so ein Frosch? Ach, da. Okay, dann soll ich mal zu dem hin. Waschplatz. Was ist denn mit dem Frosch hier? Okay, keine Ahnung, ich kann nichts mit dem machen. Okay. Gut, dann eben nicht. Oh, und es wird schon nachts. Ich muss mich vielleicht ein bisschen beeilen, so. Wir haben noch nicht viel erreicht. Joa, wir haben noch nicht viel wirklich erreicht, würde ich sagen. Und es wird schon der erste Tag gleich vorbei sein. Und was haben wir hier noch? Ach egal, ich gucke mir das später an. Wir gehen jetzt mal zur Fee, würde ich sagen. Aber die Musik ist schön. Gefällt mir. Die gefällt mir. Was ihr natürlich auch noch schreiben könnt, fällt mir dazu ein. Ihr könnt mir natürlich auch noch Tipps sagen, die es mir vielleicht ein bisschen erleichtern. Das fände ich sehr nett. Aber wie gesagt, nicht zur Story. Okay. Ja, dann gucken wir mal, was jetzt hier so passiert. Hoch. Glocken läuten. Okay. Aber jetzt gehen wir die erstmal ab. Oh mein Gott, die gibt's ja auch noch. Ja, dieses Design der Feen gab's auch schon in Ocarina of Time und ja, hier spammen wir zu dem Kommentar. Taya und du, junger Freund im fremden Körper, hab Dank für eure wertvolle Hilfe. Ich bin die große Fee der Magie. Ich ließ mich von diesem Kind täuschen, weil ich dachte, es würde mir helfen. Alles, was ich momentan für dich tun kann, ist dies. Als Zeichen meiner Dankbarkeit gewähre ich dir die Gabe der Magie. Bitte nimm dieses bescheidene Geschenk an. Oh ja. Oh, bei dieser Pose muss ich schon wieder an irgendwas denken, aber ich lasse es mal lieber. Oh, was ist denn jetzt mal los? Oh, es dreht sich und dreht sich. Ah, wir haben jetzt die Magieleiste bekommen. Cool. Okay.
Dir wurde die Gabe der Magie verliehen. Drücke B, in der derzeitigen Gestalt Blasen zu verschießen. Drücke und halte B, um eine größere, große Blase aufzupusten. Deine Magieanzeige verringert sich mit jedem Schuss. Magieflaschen und Elixiere stellen deine magische Kraft wieder her. Jeder Mann, der außerhalb der Stadt in seinem Observatorium die Lichter des Himmels erforscht, weiß mehr über den Verbleib des Horrorkids. Unterschätze niemals seine Kräfte, junger Freund. Wenn du einst wieder deine ursprüngliche Form erlangt hast, besuche mich nochmal. Ich werde dir dann wieder zur Seite stehen. Okay, danke. Aber was für ein, Dingsbums, was für ein, was für ein Mann im Observatorium. Ich kann mich noch nicht erinnern, hier irgendwo ein Observatorium gesehen zu haben. Aber gut, ich glaube, jetzt können wir endlich schießen. Und könnt ihr jetzt mal zeigen, wie man gut schießen kann. Aber warum klingelt das hier so? Passiert jetzt irgendwas? Ja. Nach des ersten Tages ist es halt 60 Stunden. Na toll, 12 Stunden sind schon rum. Oh, cool, das geht jetzt tatsächlich. Bats! Tja, da guckst du was. Hast du gerade den Ballon abgeschossen? Nicht übel für einen Deko-Kerl. Wir Bomber haben ein Versteck, von dem aus man ins Observatorium gelangt. Du brauchst einen Code, um reinzukommen. Ah, das haben wir ja vorhin gehört. Vielleicht verrate ich ihn dir ja. Aber glaub ja nicht, dass du das so einfach ist. Zuerst musst du einen Test bestehen. Bist du bereit? Ja. Na gut, Aufstellung, Jungs. Hm? Wenn du bis morgen früh alle 5 von uns findest, verrate ich dir den Code. Kannst losgehen? Wir sind jetzt überall in der Stadt, oder was? Na, das wird ja lustig. Huf, wer bist denn du? Wer bist denn du? Ich mach doch gar nichts Verbotenes, wirklich nicht. Okay, aber jetzt ist der eine weg, abgehauen. Boah, den sieht man ja total schlecht. Da drüben ist er. Ah, gerade eben hätte ich ihn fast. Bleibst du wohl stehen? Ah, ich glaube, ich krieg ihn in die Falle rein. Oh, er dachte, ich könnte ihm den Weg abschneiden. Oh, da ist ja noch einer gleich. Okay. Was ist mit der Wache los? Oh, nicht schon wieder da reinlaufen. Und lass mich in Ruhe, Taya. Ich muss den hier erwischen. Nein. Ich möchte auch nicht mit dir reden. Oh, wo sind denn die hier schon wieder hin? Ich sehe sie nicht. Da ist einer. Oh, also es ist ja noch nerviger als in Wind Waker, wo man diese ganz kleinen Sträuche fangen musste. Ah, ich glaube, jetzt kann ich ihn einkesseln. Yes. Oh, du hast mich gefunden. Jetzt bleibt noch 4 übrig. Oh, oh. Wir müssen uns beeilen. Wo ist denn der andere jetzt schon wieder hin? Da. Oh, wirst du wohl stehen bleiben. Die sind flink. Die sind echt flink. Yes. Okay, ich kann mich zwar nicht entsinnen, dass ich den getroffen habe, aber gut. Okay, 3 haben wir. Und wir sind noch über der Hälfte der... haben noch mehr als die Hälfte Zeit. Das ist gut. Wo sind die 2 anderen? Vielleicht hier ist irgendjemand. Auf jeden Fall war da der Anführer. Ich glaube, den müssen wir ja nicht fangen, weil er ist ja nicht versteckt. Ja, wäre jetzt gut zu wissen, wenn wir die ganzen Verstecke wüssten. Oh, was ist mit dir? Der fliegt weg? Mit einem Huhn. Tja, aber dann kommt er trotzdem nicht weiter. Ach, bleib doch mal stehen. Oh, da hatte ich ihn jetzt schon in die Ecke gedrängt und dann... Oh, das ist echt mies, wenn man ihn nicht sehen kann. Und ich glaube, da oben habe ich noch einen gesehen. Ja, jawohl. Gut, noch 2. Ich glaube, da oben... Oh, der kommt sogar runter. Cool. Danke, dass du es mir so einfach machst. Nur dann muss ich noch den letzten finden. Boah, ist das mies, ey. Ist der jetzt abgehauen, oder was? Das fand ich jetzt nicht nett. Ich sehe ihn nicht mehr. Hallo? Wo ist er hin? Ist er jetzt abgehauen oder was? Da ist das Huhn. Hä? Wo ist er hin? Ich sehe ihn nicht mehr. Hm.
Da werde ich mal... Oh, das ist der König, okay. Nee, da war der andere. Wechsle ich mal eben kurz das Gebiet. Aber wir sind jetzt gerade bei der Hälfte und da ist jetzt tatsächlich auch ein Herzteil. Das muss ich echt irgendwie hin. Da muss ich echt irgendwie hinkommen. Ah, gut. Ist wieder an der Ursprungsposition. Jawohl. Gut, jetzt den letzten noch finden. Wo versteckt sich der? Wir haben noch die Hälfte der Zeit. Wir liegen echt gut in der Zeit. Well, wir müssen den letzten nur noch irgendwie finden. Ich glaube, ich höre ihn. Ne, das ist der blöde Hund. Der mich anknurrt. Wo ich nichts getan habe. Vielleicht ist er ja da irgendwo. Mal gucken. In der Westseite. Da waren wir nämlich noch gar nicht. Waren ja jetzt nur in der Ostseite. Hm? Dich kenne ich doch. Du bist doch auch da in der Windmühle von Ocarina of Time. Aber hier scheint keiner zu sein. Ja, dich gucke ich mir später an. Okay, ja, dann müssen wir noch im Westteil gucken, wo wir noch gar nicht waren. Aber uns ein bisschen beeilen. Ein bisschen dringt die Zeit. Ja, sieht ja ganz nett aus. Was ist da hinten so? Aber da hinten ist der letzte, gut. Gut, hätten wir den letzten schon mal. Jetzt müssen wir nur ein bisschen weiter hochrennen. Och, was ist das für eine komische Musik? Hm, keine Ahnung. Jawohl. Oh nein, erwischt. Sehr schön. Weil ich nicht, dass mir das direkt geklappt hat. Aber gut. Na gut. Du bist ziemlich gut drauf, ein Deko-Kerl. Wärst du nur ein Mensch, dann könnte ich dir ein Notizbuch geben und dich zu meinem vollwertigen Mitglied machen. Was denkt ihr, Leute? Auf keinen Fall Deko, keine Dekos. Ich werde ihn aber nur einmal sagen, also pass gut auf. Ist bereit. Bereits. Okay, 1, 2, 3, 4, 5. Also 5, 4, 1, 2, 3. Okay, ich denke, das lässt sich merken. Der Code lautet 54123. Der Eingang zu unserem Versteck befindet sich in Ost-Unruhstadt. Kann ich jetzt schon rein? Oder muss ich jetzt erstmal warten, bis ich ein Mensch bin? Falls das überhaupt noch irgendwie machbar ist. Ich muss doch jetzt irgendwie, irgendwie zu dem Horror-Kid, damit er mir seine, die Maske gibt. Oder zumindest die Ocarina, aber wir haben ja keine Spur mehr von dem Kerl. Ich weiß nicht, warum ich jetzt hier reingehe. Eigentlich wollte ich doch, wollte ich doch jetzt dahin. Boah, lass mich in Ruhe. Was passiert eigentlich, wenn jetzt diese Tage abgeschlossen sind? Ist dann Game Over oder? Ich weiß es gerade gar nicht. Wird einem ja nichts gesagt. So. Probieren wir einfach mal unser Glück. Die sagten zwar, Deko ist nicht erlaubt, aber wie sollen wir doch zu dem Observatorium-Man kommen? Keine Ahnung, vielleicht ist er ja da. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Okay, probieren wir mal unser Glück mit dem Code. 5, 4, 1, 2, 3. Nein, nicht. Ja, ich weiß, nicht 4. So, nochmal ganz langsam. 5, 4, 1, 2, 3. Oh, das stimmt. Du kennst den Code. Das heißt, du bist ein Mitglied. Okay, darf's passieren. Ach ja, danke schön. Okay, ja gut, dann. Es gibt jede Menge cooles Zeugs im Haus dieses Sternentypen. Aha. Oh, und es lebe die Bruderschaft der Bomber. Okay. Ja gut, gut. So bist du dann auch. Oh, sind wir denn hier jetzt gelandet? Was ist das denn hier? Was sind die denn für ein komisches Clubhaus? Oh, sehr mysteriös. Was ist denn hier? Eine Spinne. Cool. Aber das bringt nicht so viel. Okay, hey. Da können wir wohl noch nicht hin. Zumindest nicht in Deko-Gestalt. Ah, dann geht's wohl erstmal hier weiter. Wow, wie das hier eine bedrückende Atmosphäre schafft. Hier tropft es von der Decke. Schafft eine gute Atmosphäre hier. Aber was ist hier jetzt? Oh, ein Gegner. Was? Hast du noch nie eine Skulptur gesehen? Ihre harte Schale schützt sie, aber der Bauch ist verwundbar. Okay. Kann ich dich töten? Jawohl.
Ja, die hat ja nicht viel zu bestellen. Was ist mit dir denn jetzt? Ich frage mich, woher der Sterngucker das Horror-Kit kennt. Oh nein, die Zeit wird knapp. Wir bleiben nicht mehr 3 Tage. Ja, gut erkannt, Taya. Oh, schon wieder so ein Ballon. Okay. Den Baller knallen wir auch mal ab. Ah, hat aber nicht geklappt. Dann muss ich das mal von hier aus machen. Oh, und Krüge gibt's hier. Und jetzt? Was soll das, was das jetzt gebracht haben? Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Oh, ein Rubin. Wir brauchen ja mindestens 10 Rubine, damit wir dieses Spielchen machen können. Aber bisher noch nichts. Kann er eigentlich Leitern hochklettern? Okay, kann er. Gut. Oh, es wird Tag. Der zweite Tag beginnt. Was ist jetzt los? Das Bild wird kleiner. Warum das? Ist das so gewollt oder ist das ein Bug? Das gefällt mir nicht. Dämmerung des zweiten Tages, deshalb bleiben 48 Stunden. Okay, ich glaube, das ist so gewollt, weil anders kann ich mir das nicht erklären. Hm, eine Vogelscheuche. Yo, hey Baby, ich bin eine wandernde Vogelscheuche auf der Suche nach schöner Musik. Die Zeit wird wie im Flug vergehen, wenn du mit mir tanzt. Wenn du willst, Baby, dann lass uns die Zeit vergessen und bis in die Nacht hinein tanzen. Wollen wir tanzen? Nein, danke, lass mal. Schade, ich hätte mich gefreut, aber komm ruhig wieder, wenn dir der Tanzwut packt. Ach übrigens, ich kenne ein geheimnisvolles Lied, mit dem du den Fluss der Zeit manipulieren kannst. Möchtest du das darüber erfahren? Ja, das interessiert mich schon. Oh hey, hör mir gut zu. Spielst du dieses Lied rückwärts, so kannst du den Fluss der Zeit verlangsamen. Spielst du jedoch jede Note 2-mal hintereinander, so kannst du ihn nur einen halben Tag verstreichen lassen. Wie klingt das? Ist doch sehr interessant, oder? Aber ich glaube, von dir würde mir jeder Song gefallen, Baby. Wenn du Lust hast, dann spiel doch einen für mich. Aha. Rückwärts spielen? Was denn rückwärts spielen? Hm, keine Ahnung. Naja, wir sind hier und die Zeit verrennt schon wieder im Flug. Das gefällt mir nicht. Naja, dann gucken wir mal. Sieht auf jeden Fall hier ja sehr interessant aus. Oh, oh, hallo. Sieh an, welch ein merkwürdiger Geselle kommt da in mein Haus. Bist du ein neuer Freund der Bomberbande? Auf jeden Fall scheinen deine Manieren wesentlich besser zu sein als die von diesen Rabauken. Diesem Rabauken, der zuletzt hier war. Rabauken? Horrorkids? Dieser ungezogene Unruhestifter hat gesagt, er würde meine Instrumente zerstören. Er sagt, er würde meine Moottränen stehlen. Ich könnte ihn nicht aufhalten. Jetzt ist er wohl in der Nähe des Uhrturms und sorgt dort für Unruhe. Willst du einen Blick durch mein Teleskop werfen? Ja. Wenn du uns schon das anbietest. Okay, schöner Baum. Oh. Ich glaube, wir sind gar nicht mehr in Unruhestadt. Wir sind ganz schön weit weg. Boah. Was ist mit dem? Warum steht da ein Kerl? Jetzt würde der über irgendwas winken. Hm, keine Ahnung. Hm, das ist der Uhrturm. Oh. Ich glaube, da oben ist er. Tatsächlich. Was macht er da? Hm? Was ist das? Okay. Ich habe schon mal gehört, dieser Mond soll nicht gerade der netteste... Huch. Was zum Teufel? Was ist denn da? Was ist da runtergefallen? Und ich glaube, er hat es uns auch bemerkt, weil sonst würde er diese Geste nicht machen. Sehr verdächtig, das Ganze. Hast du den Unruhestifter gefunden? Und dieser laute Knall? Was war das? Vielleicht ist eine weitere Mondsträhne zur Erde gefallen. Geh durch diese Tür und schau dich draußen um. Ich frage mich, wie dieser Störenfried auf das Dach des Uhrturms gekommen ist. Der einzige Weg nach oben führt durch eine Tür, die sich nur am Vorabend des Karnevals öffnet. Okay. Karneval gibt's hier, interessant. Aha, und lustig, wie er die Tür öffnet, so in Dekoform. Wow, es regnet und keine Musik. Aber was ist das? Du hast die Mondträne gefunden. Eine unwirkliche Schönheit geht von diesem Edelstein aus. Ah ja, und was sollen wir damit machen? Fragezeichen? Hm, keine Ahnung. Ich merke nur, wir können hier nicht viel machen. Deshalb würde ich sagen, gehen wir hier wieder schnell wieder rein.
ins Observatorium. Hast du noch irgendwas zu sagen, mein lieber Herr? Was hat dieser Stirnfried am Dach des Uhrturms zu schaffen? Ich hoffe nur, er heckt nicht wieder einen seiner üblen Scherze aus. Okay. Irgendwas sagt mir, wir müssen zu diesem Uhrturm, aber ich habe keine Ahnung, wie wir das anstellen sollen. Naja, ich würde sagen, das Beste ist, wir gehen raus und ich muss auch wieder den Part beenden. Das macht aber irgendwie total Fun, irgendwie. Ah, ich freue mich schon richtig auf das Spiel. Ich denke mal, es wird richtig schön, auch wenn ich nicht so viel von diesem Spiel kenne. Naja, wir gucken einfach mal. Gut, ja, dann würde ich mal sagen, wenn es euch gefallen hat, dann hoffe ich, ihr schaltet auch im nächsten Part wieder ein. Von The Legend of Zelda Majora's Mask. Was ist mit dir denn schon wieder? Gut, jetzt wissen wir also, wo sie das Rocket herumtreibt. Lass uns in dieses Uhrturm suchen. Vielleicht können wir so etwas in Erfahrung bringen. Oh nein, die Zeit wird knapp. Wir haben nicht mehr 2 Tage. Ja, gut erkannt. Okay. Ja, dann müssen wir uns wohl danach umschauen. Uiuiui. Nicht runterfallen. Okay, hier ist auch eine Uhr. Schick. Aber diese Bomberbande hat sich ja nicht so ein angenehmes Versteck ausgesucht. Naja. Naja, was soll's. Gut. Oh, es regnet auch hier. Macht's nicht so schön angenehm, die Situation. Aber gut. Ja, wenn es euch gefallen hat, hoffe ich, ihr auch schaltet auch im nächsten Part wieder ein. Wenn wir uns dann, ja, darum kümmern, das Horror-Kit ein bisschen herauszufordern. Aber keine Ahnung, wieder hochkommen. Ja, ein bisschen noch diese schönen Poster angucken vom Hyrule-König und von Skyward Sword. Und dann würde ich sagen, euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Part. Bis dann und tschüss. Oh yeah.